Wir haben letztes Mal gesehen, dass ab Kapitel 16, Vers 6 ein neuer Teil begonnen hat. Der geht bis Kapitel 19, Vers 20, wo dann wieder der Refrain zeigt, dass hier ein neuer Einschnitt kommt. In diesem Teil geht es um das Evangelium in der Auseinandersetzung mit dem Heidentum. Wir haben letztes Mal gesehen, Kapitel 16, dort ging es um den Gegensatz zwischen dem Evangelium und dem heidnischen Spiritismus. Wir haben gesehen, wie gerade in diesem Kapitel 16 so betont wird, wie der Apostel Paulus und seine Mitarbeiter durch den Heiligen Geist sich führen ließen. Und da haben wir diese Auseinandersetzung gesehen mit dieser besessenen heidnischen Frau, mit dem Wahrsagergeist, die Befreiung erlebt hatte. Und wir haben gesehen, wie Paulus und Silas viel leiden mussten. Sie ließen sich leiten durch den Heiligen Geist, aber das bedeutete nicht, dass sie von Schwierigkeiten verschont blieben. Das ist doch eigentlich ein bedeutender Unterschied. Im heidnischen Spiritismus und in der Wahrsagerei, da möchte man Auskunft haben und Führung haben im Leben, um gerade Schicksalsschläge umgehen zu können. Das ist doch das Ziel. Und wir sehen aber, dass die Führung durch den Heiligen Geist kann bedeuten, dass Paulus und Silas durch sehr schwere Umstände hindurch mussten. Sie kamen ins Gefängnis, wurden blutig geschlagen. Aber gerade dadurch kam dann auch der Kerkermeister zum Glauben und seine Familie. Und nach diesem kurzen Besuch in Philippi entsteht eine neue Versammlung. Also durch Leiden hindurch ist aber eben dieser Segen Gottes Wirklichkeit geworden. Und wir haben gesehen, dass Kapitel 16, Vers 10, dass auf dieser Reise nach Philippi auch Lukas mitgekommen ist. Wir haben zum ersten Mal dieses Wir gefunden. Und damit schließt sich der Schreiber mit ein. Und jetzt, wenn wir genau schauen, Kapitel 16, Vers 40, liest jemand noch den letzten Satzteil? Als sie aber aus dem Gefängnis herausgegangen waren, gingen sie zu Lydia, und als sie die Brüder gesehen hatten, ermahnten sie sie und zogen weg. Jawohl. Wer geht weg? Die Apostel. Also der Apostel Paulus und Silas. Ja. Ja, und Lukas? Nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja, Lukas blieb in Philippi. Er erwähnt das nicht. Man merkt es also nur an dem Wechsel des Fürwortes. Nicht mehr wir, sondern sie gingen weg. Und der Leser muss schlussfolgern, aha, in dem Fall blieb Lukas in Philippi. Er erwähnt das also nicht groß, dass die große Aufbauarbeit dieser neuen Versammlung in Philippi, dass das die Arbeit von Lukas war. Also so ganz im Hintergrund ist das ist dieses Werk von Lukas geschehen, und wir sehen dann aus dem Philipperbrief, dass da wirklich eine missionarisch gesinnte lebendige Versammlung entstanden ist. Gerade im Philipperbrief sehen wir, wie die ganze Versammlung wirklich ein Interesse hatte an Mission. Sie wurden missioniert, wurden glücklich, und ihr Wunsch war es eben auch so als Versammlung. Ist interessant, nicht nur die Einzelnen. Als Versammlung missionarisch zu wirken. Wir können etwas ganz Kurzes lesen aus Philipper 1. Verse 3 bis 6.
Wer liest uns das vor? Ich danke meinem Gott bei aller meiner Erinnerung an euch alle Zeit in jedem meiner Gebete, indem ich für euch alle das Gebet mit Freude tue, wegen eurer Teilnahme an dem Evangelium vom ersten Tage an bis jetzt, indem ich eben diesen, der dessen in guter Zuversicht bin, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollführen wird bis auf den Tag Jesu Christi. Jawohl, also sehr deutlich, wegen eurer Teilnahme oder Gemeinschaft an dem Evangelium vom ersten Tage an bis jetzt, als Versammlung. Gut, und jetzt kommen wir also in Kapitel 17. Ja, zu Kapitel 16. Das ist vom letzten Mal noch hängen geblieben. Du hast da von der Wahrsage hin. Ja. Also hast du gesagt, da hätte ich drei Fehler darin. Ah ja, genau. Klar, sehr gut. Ja, also das war ja, das ist ja immer wieder die große Frage. Paulus reagiert so betrübt auf diese Wahrsagerin und dabei ist ja ganz erstaunlich, was sie da in Vers 17 gesagt hat. Liest du mal, Erich, noch Kapitel 16, Vers 17. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Jawohl. Also sehr erstaunlich, dieser Ausspruch. Aber Vers 18 sagt: Dies aber tat sie viele Tage, Paulus aber tief betrübt. Und dann gebietet er, diesem Geist auszufahren. Also, man sieht in der Elberfelder, dass der Artikel vor Weg kursiv gedruckt ist. Was bedeutet das? Ein Weg. Ja, also prinzipiell, was heißt Kursivdruck in der Elberfelder? Im Urtext nicht vorhanden. Ja, genau. Also der Artikel fehlt und das kann man übersetzen mit unbestimmtem Artikel. Auf Griechisch gibt es keinen unbestimmten Artikel, oder? Ein Weg. Sondern auf Griechisch sagt man dann einfach Weg ohne Artikel. Es kann auch anderes bedeuten, wenn der Artikel fehlt, aber das ist also absolut gerechtfertigt, hier das aufzufassen als unbestimmten Artikel. Damit würde es bedeuten, die euch einen Weg des Heils verkündigen. Jetzt nicht auch heißt, die euch Wege des Heils verkündigen. Nein, dann wäre es Plural. Dann wäre es auch auf Griechisch ein Plural. Aber auf jeden Fall ist es nicht der Weg, sondern die euch einen Weg des Heils verkündigen. Also das ist typisch dämonisch, satanisch, dass man diese Ausschließlichkeit des Evangeliums in Abrede stellt. Es ist durchaus akzeptabel, zum Beispiel im Hinduismus, dass man Jesus in eine Reihe von vielen Heilsstiftern stellt. Auch der Islam hat für Jesus einen Platz als Propheten, aber die Ausschließlichkeit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14,6, das ist ungenießbar für jede falsche Religion. Und sie sagt das also so. Zweitens, sie sagt, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten. Nun, im Kontext, also im Zusammenhang mit der griechischen Religion, die da in Philippi ansässig war, hat natürlich der Ausdruck der höchste Gott eine ganz bestimmte Bedeutung, nämlich also sie sagte der höchste Gott, Gott der Höchste. Aber was bedeutet das im griechischen Kontext? Zeus. Ja. Zeus. Also was sie da meint mit dem höchsten Gott, das ist gar nicht unbedingt so positiv. Sondern von ihrem Hintergrund her und was die Leute unter diesem Ausdruck verstanden, bedeutet das, das ist Jupiter oder Zeus. Also dieser unmoralische, begrenzte,
alle griechischen Götter sind ja begrenzt. Begrenzte Gott, der in Wirklichkeit eigentlich nur eine verdeckte Verehrung von Satan war. Das muss man sich im Klaren sein. Also hinter diesen Göttern der Griechen stehen die Dämonen und hinter dem höchsten Gott der Griechen Satan selbst. Drittens, sie spricht über einen Weg des Heils. Aber was meint man mit Heil? Es ist noch lange nicht gesagt, dass sie meint mit Heil Befreiung der Sünden, Versöhnung mit Gott, sondern unter Heil, Rettung, meint man einfach irgendwie die Hilfe in welchen Umständen des Lebens heraus, so wie die Wahrsagerei, die sie ja betrieb, das ging es ja auch darum, den Menschen eine gewisse Rettung zu vermitteln. Aber nicht die Rettung, die ewige Rettung, sondern Rettung von irgendwelchen Unglück und so weiter. Also da muss man gar nicht denken, wenn sie sagt, der Weg des Heils, dass sie wirklich das Heil des Evangeliums damit meint. Und darum, also dieser Satz, der ist anrüchig in jeder Hinsicht. Und natürlich die Aussage überhaupt, was schon ganz klar war, die Aussage eines bösen Geistes. Und darum die Reaktion von Paulus, tief betrübt. Oder in der Fußnote heißt es, oder erregt. Also das erregt ihn zum Zorn. Diese Aussage. Und wir sehen auch beim Herrn selbst, da wo Dämonen sich äußern wollten und sagten, ich kenne dich, du bist der Sohn Gottes, da hat der Herr Jesus ihnen das sofort verwiesen. Also überhaupt irgendwelche Unterstützung, Offenbarung und Hilfe durch böse Geister, das hat der Herr immer abgelehnt. Und das ist auch die Reaktion von dem Nachfolger Paulus. Woher wusste der Apostel, dass diese Wahrsagerin da einen Pythonsgeist hat, was in der Fußnote steht? Was ist das, Pythonsgeist? Das ist eine damit ist speziell gemeint ein Geist für die Wahrsagerei. Also das hängt zusammen mit dem Apollo-Kult. Diese Wahrsagerin stand in Verbindung mit dem Apollo-Kult und den nannte man eben einen Pythonsgeist. Also das ist klar vom griechischen Kontext her, dass Lukas das eben so beschreibt, der einen Pythons, also einen Wahrsager, einen Apollo-Geist hatte. Noch etwas zu diesem Kapitel? Vielleicht noch ganz kurz die Reaktion, als Paulus und Silas dann aus dem Gefängnis geführt werden sollten. Da sagen sie, nein, so geht das nicht. Da sollen da diese Obersten sollen kommen, diese Rutenträger, und die sollen uns herausführen. Die haben uns nämlich als römische Bürger, haben die uns geschlagen, und das war illegal. Ein römischer Bürger durfte nie geschlagen werden ohne vorherige Gerichtsverhandlung. Und man kann sich fragen, warum hat Paulus so reagiert? War das richtig, dass er da jetzt irgendwie noch auf seine Rechte als römischer Bürger gepocht hat? Wie seht ihr das? Kam kein Geld mehr raus für die anderen rein und deswegen haben sie ihn bestraft und deswegen wollte er sich eigentlich nicht bestrafen lassen. Aber jetzt kann jemand kritisch sagen, also Paulus, da als Christ auf seinen Rechten beharrt, ist das wirklich so christlich, was er getan hat? Jetzt, was würdet ihr sagen als Advokat von Paulus? Ja?
dass seine Unschuld eigentlich da schon klar ins Licht gestellt werden sollte, nachdem er doch unverurteilt. Also genau, was er sagt, genau, dass also das klar ins Licht kommt, dass das völlig eine verdrehte Sache war. Und ich meine, wenn Paulus wirklich auf seinen Rechten beharrt hätte, dann hätte er sich auf ein höheres Gericht berufen können und diese Routenträger verklagen können, und die wären streng bestraft worden. Das hat er aber nicht getan. Und das wäre auch hinderlich gewesen für diese Geschwister in Philippi, die nun dieses Missionswerk weiterführen sollten. Denn das hätte eigentlich die Feindschaft der römischen Bürger von Philippi nur geschürt gegen die Christen. Und damit auch die Feindschaft eigentlich gegen ihr eigenes Heil. Und das wollte Paulus auf keinen Fall. Aber dadurch, dass er das noch doch geklärt hat, dass da etwas ganz Illegales geschehen ist und dass diesen Routenträger so deutlich vor Augen geführt hat, die bekamen ja Angst, nicht? Das hat dazu geführt, bestimmt, dass sich diese Leute für eine nächste Situation eher überlegt haben. Und das war auch ein Schutz, gewissermaßen, für die Geschwister in Philippi. Also wir sehen, Paul hat wirklich abgewägt, was hindert dem Evangelium, was könnte förderlich sein. Und darum hat er in einer sehr würdigen Art und Weise diese Sache geklärt, ohne dann wirklich noch gerichtlich darauf zu bestehen, sondern sie sind gegangen. Noch etwas zu diesem Kapitel? Ja, dann gehen wir nach Thessalonich. Wir sehen, Paulus geht nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Das ist also seine normale Strategie für die Mission. Die Synagoge war immer gewissermaßen das Sprungbrett, um das Evangelium zu vorbereiteten Menschen bringen zu können. Und wie ist er in der Synagoge selber vorgegangen? Er unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften. Ja, also mit anderen Worten, was hat er getan? Ihnen das Wort ausgelegt. Ja. Sie belehrt. Und zwar wie genau? Indem er eröffnen musste, dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Ja, aber hat nicht gerade mit dem begonnen. Mit Leiden. Ja. Mit der Neuverstehung. Aber wer soll leiden? Christus. Ja, das ist nützlich, wenn wir jeweils beim Lesen des Wortes Christus immer wieder mal versuchen einzusetzen, Messias. Das ist ja das Gleiche, nicht? Christus hat nach Griechisch, Messias Hebräisch. Aber für uns hat Christus sofort eine Eigennamenbedeutung. Aber wenn wir lesen, er eröffnete und legte dar, dass der Messias leiden und aus den Toten auferstehen musste. Das ist die Bedeutung. Also er sagt mal ganz theoretisch, zeigt er, dass das Alte Testament lehrt, dass der Messias, wenn er kommt, dass er leiden sollte, sterben und auferstehen. Warum war das prinzipiell mal wichtig? Das zu zeigen. So auf dem Fundament von ihnen, von den Juden. Ja, warum musste er das zuerst überhaupt theoretisch mal darlegen? Weil sie im Prinzip immer noch auf ihn warten. Und zwar wie? Ja. Als König. Genau. Also er musste zuerst mal zeigen anhand der Bibel, dass die Erwartung eines politischen Messias, dass das eigentlich verfrüht ist. Zuerst muss man erwarten, dass ein leidender Messias kommt. Denn das war ja die verbreitete Erwartung damals unter dem jüdischen Volk, das unter römischer Fremdherrschaft war, dass ein politischer Messias kommt, der einen Aufstand organisiert gegen die Römer und das Joch abwirft
und dann endlich das Volk befreit von der Steuerbelastung der Römer und ihnen auch wirtschaftliche Freiheit und politische Freiheit bringt. Das war die große Erwartung. Und er muss ihnen zeigen, anhand ihres eigenen Alten Testamentes, bevor ein politischer Befreier kommt, muss der Messias kommen als Leidender, um das Grundproblem der Menschheit, und das ist eben nicht das politische, sondern das Sündenproblem zuerst zu lösen. Also darum zeigt er überhaupt mal theoretisch vom Alten Testament her, dass das die erste jüdische Erwartung ist. Und dann in einem zweiten Punkt zeigte er, an welche Schriftstellen dachte man da jetzt besonders, dass eben dieser Christus leiden und aus den Toten auferstehen sollte. Ja. An welche Schriftstellen des Alten Testamentes sollte da der Schreiber anknüpfen? Lukas sagt ja hier nichts, aber er hat eigentlich das schon beantwortet für die Leser in früheren Predigten von Petrus, Paulus und Philippus. Was sind da so für Stellen gekommen? Psalm 16. Psalm 16 bei der Pfingstpredigt von Petrus hat er gezeigt, dass also Christus auferstehen muss, ohne die Verwesung zu sehen. Und Jesaja 53, wo wurde das erwähnt? Philippus, der dem Kämmerer in Apostelgeschichte 8 dieses Kapitel erklärt hat. Und wichtig zu wissen, die alten Rabbiner haben Jesaja 53 messianisch ausgelegt. Das ist also nicht etwas, das im Judentum einfach unbekannt war. Man wusste, dass dieses Kapitel von dem leidenden Knecht messianisch zu verstehen ist, aber es wurde eigentlich im Bewusstsein immer in den Hintergrund gerückt. Und was man eben lieber betonte, das war zum Beispiel Daniel 7, der Sohn des Menschen, der mit den Wolken des Himmels kommt. Und das vierte Reich von Daniel, welches Reich ist das? Das Römische Reich. Zerstört und sein Reich an seine Stelle setzt. Darum, Daniel 7 war in dieser Zeit ein sehr populäres Kapitel. Und man sieht überhaupt, das Danielbuch war sehr beliebt in dieser Zeit. Das ist auch ersichtlich aus den Funden von Qumran. Man hat nämlich dort mehrere Fragmente gefunden von verschiedenen Daniel-Rollen. Also das Daniel-Buch war in Qumran, also in dieser Gemeinschaft im Toten Meer, wo man dann in diesen Höhlen ab 1947 großartige Handschriftenfunde gemacht hat. Das Daniel-Buch war sehr populär. Und natürlich eben auch diese Erwartung von diesem Befreier, dem Sohn des Menschen, der das vierte Reich von Daniel, das Römische Reich, vernichtet. Aber die Offenbarung zeigt eben, dass das vierte Reich von Daniel drei Phasen hat. Offenbarung 10 wird erklärt, das Tier, dieses Römische Reich, war, ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Und der Sohn des Menschen würde also das Römische Reich erst dann vernichten, wenn es erneut wieder erstanden sein wird. Das war eben nicht damals. Darum zeigt Paulus also zuerst, er musste leiden. Und der zweite Punkt, den er zeigt, der Messias muss zuerst leiden und dann, was zeigt er als zweites? Ja, gut. Das würde ich als eins nehmen. Und dann der zweite Punkt. Dass dieser Messias Jesus ist. Ja, genau. Also die Argumentation, dass also dieser Jesus aus Nazareth, der vor kurzem gekreuzigt worden ist, dass das dieser Messias ist. Das ist ein zweiter Punkt. Also erstmal theoretisch, der Messias muss leiden. Und dann zeigt er, wer der Messias ist und dass er bereits gekommen ist. Oder auch da, wenn man wieder einsetzt für Christus Messias, dann wird das verständlicher. Und dass dieser, der Jesus, den ich euch verkündige, der Messias ist. So versteht man das besser, nicht?
Und die Reaktion? Und etliche glaubten ihnen. Jawohl, und zwar, was für Leute? Die vornehmsten Frauen, nicht wenige. Ja, das ist die dritte Gruppe. Die erste Gruppe, das sind? Die anbetenden Griechen. Das ist die zweite. Eine große Menge. Und der vornehmsten Frauen, nicht wenige. Also das würde ich sagen aus 2 und 3. Und die erste Gruppe? Die Juden. Juden. Also etliche von ihnen, das sind die Juden aus Thessalonich. Da kommen zum Glauben. Eine ganze Reihe. Und zweitens anbetende Griechen. Was sind das für Leute? Ja, nicht unbedingt. Es gibt zwei Typen, also solche. Ein Proselyt ist jemand, der vollständig zum Judentum übergetreten war. Und dann gibt es die sogenannten Proselyten des Tores, die sind nicht Juden geworden, aber sie verehren den Gott Israels und halten einfach die sogenannten noachitischen Gesetze ein. Kein Blut essen und so weiter. Und die wurden also nicht betrachtet als echte Juden, aber sie wurden betrachtet als Gerechte aus den Nationen. Solche, die den wahren Gott verehrten. Und da gab es in dieser Zeit also viele, die durch diesen Ein-Gott-Glauben des jüdischen Volkes angezogen worden sind. Und die waren gut vorbereitet für das Evangelium. Und eben auch eine ganze Reihe vornehmer Frauen. Hat das eine Bedeutung, dass das so oft erwähnt wird, dass immer Frauen aus vornehmen Reihen zum Glauben übergetreten sind, weil Juden in Athen steht auch zum Schluss nochmal, und eine Frau mit Namen Damaris. Ja. Ist die so ganz besonders erwähnt? Wie hat das eine Bedeutung? Also überhaupt die Frage, dass immer wieder erwähnt wird, dass so besonders eine ganze Reihe von Frauen gläubig werden. Heute noch so. Ist doch heute, eben das ist der Punkt. Woran ist doch heute noch oft so, dass oftmals Frauen in der Überzahl sind. Woran liegt das? Dass die Männer ihre Vernunft im Weg stehen vielleicht. Also. Ja, aber Frauen können auch sehr vernünftig sein. Ja, dass vielleicht eine Frau sich leichter unterordnet unter ein, das könnte sein, aber es gibt auch viele rebellische Frauen in der Welt. Ja, aber stimmt schon, das ist, ja, eben, es gibt Frauen, die sind so, aber vielleicht von Natur her hat eine Frau es leichter, sich Gottes Wort zu unterstellen. Aber vielleicht noch ein wichtiger Unterschied zwischen Mann und Frau ist, dass eine Frau von Natur her mehr mit dem Problem des Leidens vertraut ist. Also schon mal durch das Kindergebären, das sind ganz normale Erfahrungen, aber die stellen große Fragen, warum ist das alles so mit Leiden verbunden? Und es gibt auch noch andere gewisse Beschwerden, die Frauen haben, die Männer nicht haben. Also die von der körperlichen Funktion her bedingt sind. Und das stellt der Frau oft mehr Frage nach der Bedeutung des Leidens in dieser Welt und damit eben auch eine größere Offenheit auch für die Antwort des Evangeliums auf das Grundproblem des Menschen, die Sünde, die alles Leiden ausgelöst hat. Also oft sind Frauen in dieser Hinsicht feinfühliger und Männer sind oft eher stoisch, das ist irgendwie, ja, und eben diese Erfahrungen, die typisch Leiden sind der Frau, nicht kennen, aus eigener Erfahrung, und irgendwie
unempfindlicher sind gegenüber den Folgen der Sünde. Und das wäre eine Erklärung, warum auch immer wieder betont wird, diese Frauen, die zum Glauben gekommen sind. Gut, aber wir sehen dann die Reaktion der Juden, eine Reaktion, die wir immer wieder gesehen haben, nämlich immer wieder der Neid. Neid, jawohl, und dann wird ein Volksaufruhr gemacht. Und was ist die Anklage gegenüber diesen Evangelisten? Diese, die den Preis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Die hat Jason beherbergt und diese alle handeln gegen die Verordnungen des Kaisers, da sie sagen, dass ein anderer König sei, Jesus. Jawohl. Also, was ist die Anklage? Aufruhr gegen den Staat. Ja. Genau, also das Christentum ist staatsfeindlich. Das Evangelium ist staatsfeindlich. Und zwar wird eigentlich zu einer politischen Rebellion gegen den Kaiser aufgerufen. Und das wird schon deutlich daran, dass sie dauernd sprechen von einem anderen König, Jesus. Nun, wir können das auch ein bisschen aktualisieren. Heute wird in ähnlicher Weise auch immer wieder werden bibeltreue Christen in dieser Art beschmutzt, indem man sagt, das sind Fundamentalisten. Und Fundamentalisten sind gefährliche Leute. Das sind nämlich politische Aktivisten. Ja? Das wird doch dauernd als Schimpfwort gebraucht für bibeltreue Christen heute, das sind Fundamentalisten. Und darum muss man gut aufpassen, das sind gefährliche Leute. Das geht genau in diese Richtung. Aber was können wir sagen für damals und für heute? Ja? Also wir sind Fundamentalisten, wir haben ein Fundament und gefährlich sind meines Erachtens nur die islamischen Fundamentalisten. Aha. Die immer alles töten und kaputt machen wollen. Aber eben heute wird so quasi dieser Unterton dann eben gebraucht, eben auch für Christen, die bibeltreu sind, die sind auch in dieser Hinsicht gefährlich. Und was können wir sagen als Argument? Was hat man damals sagen können auf dieses Argument? Stimmt nicht, denn Christen sind ja nicht Staatsfeinde. Ja, wenn sie sagen, ein anderer ist König, anstatt der Kaiser. Die Bibel wird ja aufgerufen, den staatlichen Ordnungen gehorsam zu sein, also den König ja auch. Also muss das eine andere Art von König sein. Ja, aber trotzdem erwartet doch die christliche Hoffnung, dass der Sohn des Menschen kommt und sein Reich stellt anstelle der Reiche, Weltreiche davor. Also irgendwie ist das doch politisch, eigentlich. Ja, argumentiere weiter, du bist schon auf der guten Spur. Ob das politisch ist und wenn das so sich in Zukunft abspielt. Ja. Aber es ist doch ein politisches Reich, das der Messias aufrichten wird. Das erwarten wir doch. Aber nicht von dir. Auf dieser Erde doch. Aber nicht aus dieser Erde. Nein, schon nicht. Aber das geht in die Richtung. Nirgends sagt das Evangelium, wir sollten als Christen eine Rebellion machen, einen Aufstand, um so das Reich Gottes herbeizuführen. Sondern wie kommt das Reich Gottes? Der Sohn des Menschen kommt eines Tages selber direkt aus dem Himmel und er wird das Reich aufrichten. Also wir als Christen haben keinen Auftrag, das Reich Gottes irgendwie mit einer politischen Aktivität zu beschleunigen. Sondern, was du gesagt hast, das Neue Testament ruft uns auf,
gegenüber dem Staat loyal zu sein, den obrigkeitlichen Einrichtungen uns zu unterordnen. 1. Petrus 2, Titus 3, Römer 13, auch Steuern zu bezahlen und so weiter. Also Gehorsam zu leisten. Darum dieser Vorwurf, dass Christen irgendwie das Bestreben hätten, plötzlich die politische Ordnung umzustürzen, absolut falsch. Wir erwarten, dass einer kommen wird vom Himmel her und er wird dann sein Reich an die Stelle setzen. Aber nicht wir haben den Auftrag, irgendwie politisch umzustürzen. Ja, du redest jetzt von dem wahren Christentum. Ja. Aber wenn du bedenkst, es gibt ja schon die ganze Kirchengeschichte zeigt, wo man heute schon herrschen will. Ja. Ich denke gerade der Katholizismus. Ja. Wie er wirklich auch dann später dieses Tier reiten wird. Jawohl. Eben, dieser Gedanke ist eigentlich gar nicht so von der Hand zu weisen. Nein, aber es ist interessant, dass du sagst, die katholische Kirche erwähnst, die in dieser Hinsicht politisch ja unwahrscheinlich aktiv war und heute auch wieder ist und noch mehr wird. Aber das sind eigentlich gerade nicht die bezeichnet werden als Fundamentalisten. Das ist quasi eine offizielle Kirche. Und denken wir daran, zum Beispiel an den ökumenischen Weltrat. Der hat noch vor Jahren hat er verschiedene terroristische Organisationen finanziell unterstützt. Das sind aber keine Fundamentalisten. Also das können wir auch als Gegenargument bringen, wenn wir angeschuldigt werden, Fundamentalisten seien gefährlich. Dass eigentlich gerade diese politischen Aktivitäten, umstürzlerisch, terroristisch und so weiter, dass das eigentlich ausging von gerade von offiziellen Kirchen, die nicht sich absolut nicht als Fundamentalisten bezeichnen möchten. Aber gut, dieser Vorwurf war damals falsch, ist auch heute falsch für bibeltreue Christen. Und dennoch ist es richtig, wir erwarten einen, der sein Reich einmal aufrichten wird und an die Stelle aller Reiche dieser Welt setzen wird. Aber bis dahin haben Christen den Auftrag, gegenüber dem Staat so loyal wie möglich zu sein. Und das Interessante ist, also diese Juden da, die machen einen Aufruf, um gewissermaßen diesen falschen Vorwurf gegenüber den Christen zu stützen. Und interessant ist auch noch Folgendes, warum werden die so, können wir sagen, politisch aktiv da? Weil offensichtlich ihre Argumente gegen das Evangelium so schwach sind. Dann, wenn nämlich nicht mehr wirklich sachlich argumentiert wird, dann greift man gerne eben zu anderen unsauberen Mitteln. Also das ist eigentlich gerade der Beweis, dass ihre Überzeugungen sehr schwach, auf sehr schwachen Füßen waren, dass sie solche Mittel ergreifen müssen. Aber da sehen wir nun die Auseinandersetzung des Evangeliums mit der heidnischen Politik. Wir haben gesehen, Kapitel 16, die Auseinandersetzung mit dem Spiritismus und jetzt die Auseinandersetzung mit dem Römischen Reich. Und wir sehen also, dass in diesem Abschnitt deutlich, dass eben das Christentum hier keine Gefahr darstellt für die bürgerliche Ordnung. Dann geht Paulus nach Beröa. Er setzt wieder die gleiche Strategie an bei der Evangelisierung. Und wie sieht es in Beröa aus? Die waren ehrlicher. Die haben auf ihr Fundament zurückgegriffen, haben nachgesehen, ob es so ist. Sagt. Jawohl. Also es geht wirklich um sachliche Argumentation und sie übernehmen es nicht einfach auf der Grundlage von Autorität eines Menschen, weil Paulus es sagt,
sondern die wollen das wirklich kontrolliert haben aus dem Wort Gottes. Und das ist eine ganz, ganz grundsätzlich wichtige Sache, dass wir nichts annehmen aufgrund von menschlicher Autorität, von Personen, sondern uns aufnehmen, wenn wir erkennen, das kommt aus dem Wort Gottes selbst. Aber damit wir zu dieser Überzeugung kommen, dass etwas wirklich aus dem Wort Gottes kommt, da braucht es unsere Anstrengung, nämlich tägliches Schriftlesen. Ja. Also persönliches Bibelstudium. Nur so kommen wir zur Überzeugung, dass das und das wirklich aus Gottes Wort ist. Aber nichts ist so gefährlich wie einfach etwas übernehmen, ohne dass wir selber diese Anstrengung machen, das aus der Bibel selber erkennen zu können. Reaktion in Beröa. Viele von ihnen nun glaubten. Auch wieder die erste Gruppe. Jawohl. Dann von den griechischen vornehmen Weibern und Männern, nicht wenige. Jawohl, also da sind die Männer jetzt auch dabei. Schön. Die Juden machen da wieder einen Volksaufstand. Also machen gerade das, was sie den Christen vorgeworfen haben, selber. Warum eigentlich auch hin? Sie hätten es doch meines Erachtens besser wissen sollen. Ich meine, es ist ja immer nur ein Teil, der das tut. Wir haben gesehen, dass die viele Juden sind zum Glauben gekommen. Und wir sollten nicht vergessen, dass da in diesen ersten Jahrzehnten kamen Zehntausende von Juden zum Glauben. Wo steht das? Dass es so viele waren. Jawohl. Liest du gerade, Thomas? Vers 20. Jawohl. Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm: Du siehst, Bruder, wie viele Tausenden, der Fußnote heißt es, Zehntausenden der Juden es gibt, welche glaubten und alle sind eifrig für das Gesetz. Jawohl. Wo steht das bitte? 21, Vers 20. Ach. Also im Text steht Tausende, aber die Fußnote erklärt wörtlich Zehntausende, also Myriaden. Das muss man schon deutlich sehen, dass also die Juden, die wirklich an den Messias glaubten damals, dass das nicht etwas verschwindend Kleines war, sondern das war eine ganz große, breit angelegte Bewegung von Zehntausenden. Und heute, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, sehen wir eigentlich das Gleiche wieder erneut. Nachdem eigentlich in den vergangenen Jahrhunderten im Allgemeinen nur wenig Juden zum Glauben gekommen sind. Aber seit den 60er Jahren bis heute sind fast 100.000 Juden zum Glauben gekommen. Und es gibt Zahlen, die sprechen von etwa 350.000 Juden heute, die glauben an den Messias, Jesus. Es gibt auch eine größere Zahl, aber das sind natürlich alles Schätzungen. Ich habe auch schon die Zahl gefunden von 1 Million Juden. Aber ich meine, nur wenn wir ein bisschen vorsichtiger sind und von 350.000 sprechen, das ist schon eindrücklich. Und ich meine, wenn das Judentum umfasst heute wie viele Juden weltweit? Ungefähr? 40 Millionen. Nein, weniger? 5 Millionen. 14 Millionen etwa. 14, 15 Millionen. Die meisten wohnen wo? USA? Nämlich etwa 5,8 Millionen. Und an zweiter Stelle in Israel, der 4,2 Millionen. Und dann etwa an dritter Stelle ist Frankreich mit 1 Million Juden. Und dann verteilt sich das über die anderen Länder. Also, ich meine, ein Volk mit, sagen wir, 14, 15 Millionen, wo sich in den letzten 30 Jahren 100.000 etwa bekehrt haben, das ist nicht schlecht.
Also jetzt auf die Schweiz bezogen, halbieren wir das. Wir wären ja noch so glücklich, wenn 50.000 Schweizer zum Glauben gekommen wären seit den 60er Jahren. Aber ist noch fraglich. Und unter diesem Volk, von dem es heißt in Römer 11, dass ihm zum Teil Verstockung widerfahren ist, sehen wir heute eine ganz eindrückliche Entwicklung, die schon ein bisschen vorwegnimmt von dieser großen Erweckung nach der Entrückung, wenn dann der Überrest aus Israel zum Glauben kommen wird. Und das wird auch eine ganz große, aufsehenerregende Bewegung sein unter dem jüdischen Volk. Kann man sagen, dass gerade der Neid und die Eifersucht von Seiten der Juden förderlich war für die Verbreitung des Evangeliums? Andersrum ausgedrückt, ohne diesen Neid und Eifersucht wären vielleicht weniger zum Glaube gekommen. Ja, es ist nur zu hoffen, dass dadurch auch vielen die Augen aufgegangen sind. Ich meine, wenn jemand auf solche Art reagiert auf etwas, dann wirkt das eigentlich verdächtig, oder? Und gerade verdächtiges Handeln öffnet oft die Augen. Und sie fragt, ja, wieso müssen die so tun? Wenn das Ganze ja so offensichtlich daneben wäre, dann könnten doch die ganz ruhig bleiben und könnten sagen, du schau doch mal danach in der Bibel, so und so steht es. Und aber ist also wirklich anzunehmen, dass so etwas gerade förderlich war, indem das manchen die Augen aufgetan hat. Zum Beispiel habe ich mal mit einem Juden gesprochen, der mir erzählt, wie er in einer sehr religiösen Schule in Israel aufgewachsen ist. Und der Lehrer sprach immer, überhaupt die Lehre allgemein, von ihm. Immer von ihm. Und ganz negativ. Aber sie sagen nie, wer das ist, der er. Immer von er. Und wenn zum Beispiel ein Schüler das Datum an die Tafel schrieb, sagen wir 13. Mai sowieso, da wurde der Lehrer böse. Man musste natürlich die jüdischen Monate nehmen und nicht diese Zeitrechnung, die eben da mit ihm zusammenhängt. Und er sagt, das hat mich so stutzig gemacht, warum reden die immer von ihm? Wer ist eigentlich er? Und das hat sein Interesse am Evangelium geweckt. Und darum wollte er mehr lernen, erfahren über das Christentum. Also gerade diese eigenartige Reaktion, verdächtige Reaktion, hat der es mir quasi als Zeugnis gesagt, das hat bei ihm überhaupt das Interesse an Christentum erst geweckt. Und darum hat er mich dann ausgefragt und wollte noch mehr wissen. Was haben die denn heute für eine Zeitrechnung? Ja, die jüdische Zeitrechnung ist ab Erschaffung der Welt. Also man rechnet mit der Chronologie ab 1. Mose 1. Und man spricht natürlich in den Büchern, in den Geschichtsbüchern und so weiter, auch muss man unsere Zeitrechnung nehmen, aber da sagt man immer, sagen wir, im Jahr 312 nach der Zeitrechnung der Christen. Aber man sagt nicht nach Christus, denn das würde ja heißen nach dem Messias, also dann wäre er gekommen. Also nach der Zeitrechnung der Christen. Eine Frage, worauf bezieht sich das vielleicht zurück zu Vers 5? Sie wurden voll Neides. Worauf bezieht sich das? Das haben wir auch schon gesehen in den früheren Kapiteln. Immer das Evangelium in den Nationen auch gebracht wird. Jawohl, sobald sie irgendwie so großartigen Erfolg hatten und besonders eben die Nichtjuden überführen konnten, das hat den Neid geweckt. Vielleicht noch immer 11. Ja. Ist noch interessant, da wird auch über Eifersucht geredet. Römer 11, Vers 11. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, auf dass sie fallen, also Israel, fallen sollten, das sei fernen, sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall
der Reichtum der Welt ist und ihrer Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihr voll zahlt. Denn ich sage euch, den Nationen, insofern ich nun der Nationen Apostel bin, ehre ich meinen Dienst, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleiß sind, zur Eifersucht reizen und etlichen aus ihnen erretten mögen. Jawohl. Sie haben gemeint, Sie sind die Auserwählte von Gott und so weiter, oder? Ja, und das es ist ja so, dass das Judentum damals war sehr missionarisch. Man hat also viel Wert darauf gelegt, die Heiden zu missionieren. Das wissen viele nicht, denn das Judentum, so wie wir es kennen, das ist ja absolut unmissionarisch. Die leben für sich abgeschottet und so weiter. Aber das hängt damit zusammen mit diesen 2000 Jahren Verfolgung. Also die Verfolgung des jüdischen Volkes hat dazu geführt, dass man sich begonnen hat, nur noch auf sich selber zu konzentrieren, auf das eigene Überleben. Und dadurch ist der missionarische Eifer völlig zugrunde gegangen. Aber der Herr erwähnt in Matthäus 23, wie das damals war. Er greift dort die Pharisäer an und sagt, Matthäus 23, Verse 14 und 15. Wer liest? Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr durchzieht das Meer und das Trockene, um einen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, so machet ihr ihn zu einem Sohn der Hölle, zwiefältig mehr als ihr. Also sieht man etwas davon. Die haben Reisen unternommen, um einen Proselyten zu machen. Das war üblich damals, ist verloren gegangen und heute in gewissen jüdischen Kreisen ist es wieder neu erwacht, dass man versucht, Nichtjuden zu missionieren. Das kommt also jetzt wieder neu. Ist natürlich auch interessant im Blick auf, was die Prophetie sagt nach der Entrückung, dass der Überrest Israels wird ja weltweit einen großen missionarischen Erfolg haben, wenn sie aber den richtigen, den wahren Messias verkündigen werden. Aber diese Bewegungen sind auch in dieser Hinsicht schon eine Vorbereitung, dass überhaupt dieses Bewusstsein wieder erwacht. Als Juden haben wir einen Auftrag gegenüber den Heidenvölkern, die Gott nicht kennen. Gut, jetzt machen wir Pause, eine Viertelstunde. Frage. Ja? Der Herr bekam ja immer Gegenwind, und das durch Hauptsache von den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Hier steht nichts darüber, aber waren diese Aufwiegler, waren das auch Pharisäer und Schriftgelehrte, kamen die auch aus den gleichen Kreisen wie jene, die den Herrn immer wieder, ich weiß nicht, wie sagen sollen. Ja, also das pharisäische Judentum, das gab es eben auch hier im Ausland. Die Sadduzäer, die waren nicht so im Ausland vertreten, denn das waren hauptsächlich solche aus den Priesterfamilien. Also die Sadduzäer waren vor allem Priester. Und zwar die Oberschicht der Priester. Die schwelgten förmlich im Luxus, die Sadduzäer. Und die haben mit dem Tempel ein gutes Geschäft gemacht. Zur Genüge bekannt, dass zum Beispiel in dieser riesigen Basilika, die es gab am Südende des Tempelplatzes, da wo heute die El-Aqsa-Moschee ist, dort, das war das Kaufhaus. Und dort hat man Tauben und Rinder und Ziegen und Schafe kaufen können, zu völlig überrissenen Preisen. Und dadurch hat die Oberschicht des Priestertums und die hohen Priesterfamilien, die haben einen unwahrscheinlichen Reichtum sich damit angehäuft. Das waren ja die Liberalen eigentlich,
Denn die Sadduzäer glaubten ja nur an die fünf Bücher Mose und glaubten nicht an Auferstehung und Weiterleben nach dem Tod. Also für sie war das Jetzt und Hier war so wichtig. Und wenn man an das Jetzt und Hier glaubt, dann ist natürlich Geld und Luxus etwas sehr Wichtiges. Also jetzt genießen. Und die jüngsten Ausgrabungen in Ostjerusalem, die haben das sehr eindrücklich gezeigt. Auf dem Westhügel, Südwesthügel, dort war das Quartier der Priester. Und da hat man also solche Häuser von Sadduzäern ausgegraben. Das hat einen großartigen Eindruck gegeben, wie die damals wirklich im Luxus geschwelgt haben. Ein Haus hat man ausgegraben mit einem Grundriss von 600 Quadratmetern. Nicht schlecht, oder? Villa. tolle Villa. Also so haben die gelebt. Und mit dem, dass der Tempel untergegangen ist im Jahr 70, ist das Sadduzäertum auch untergegangen. Denn wenn das Geld, die Einnahmequelle wegfiel, dann fiel die ganze Existenzberechtigung der Sadduzäer dahin. Und darum brauchen wir eben die Sadduzäer auch nicht im Ausland zu suchen, sondern die stehen ganz eng in Verbindung mit dem Tempel in Jerusalem und mit diesen großartigen Einnahmequellen. Und der Herr hat ja gerade sie so angegriffen, als er da zweimal den Tempel reinigte. Am Anfang seines Dienstes und am Schluss, als er da die Tische umgeworfen hat und diese Verkäufer hinausgejagt hat. Also hier geht es vor allem um das pharisäische Judentum, das sich übrigens erhalten hat bis zum heutigen Tag, denn die orthodoxen Juden, das sind pharisäische Juden. Und da kam, also von daher kam diese Feindschaft nicht nur dem Herrn gegenüber, sondern auch gegenüber seinen Nachfolgern, wie jetzt Paulus. Das war ja doch nur eine kleinere Gruppe, das war doch nicht der große Teil des Volkes. Eher kamen die zum Glauben, oder? Ja, aber die Pharisäer, die waren beliebt beim Volk. Denn sie waren volksnah, volkstümlich. Im Gegensatz zu den Sadduzäern, die sich völlig aristokratisch von der Masse abgehoben haben. Die waren auch gehasst vom Volk. Hingegen die Pharisäer, die waren volksnah und volkstümlich und darum auch beliebt. Aber wir sehen beides. Dieses Pharisäertum hat manche vorbereitet, um dann den Messias anzunehmen, weil sie auch gut unterrichtet waren in der Bibel. Und es war vielen, war es eben gerade das Hindernis, um das Evangelium anzunehmen. Also es hat sich so und so ausgewirkt. Aber ich meine, die Tatsache, dass Paulus in die Synagogen gehen konnte und dort eigentlich immer wieder eine gute Ausgangslage gefunden hat für die Evangelisation, das zeigt, dass das pharisäische Judentum nicht nur Schlechtes, sondern auch Gutes gebracht hat. Also man muss auch ein ausgeglichenes Bild davon haben. Eine Detailfrage zu Erdkreis. Was umfasst ihr das in Ihrem Gesichtskreis? Also das Wort Oikumene. Das Römische Reich. Ja, der Erdkreis ist das Römische Reich. Genau. Und jenseits der Oikumene, also jenseits des Erdkreises, das war das Land der Barbaren, die eben noch erobert werden sollten, damit sie auch zivilisiert würden. Die Römer hatten ja ein missionarisches Denken, dass sie ihre Zivilisation den armen Barbaren bringen sollten. Das war ihre Motivation, um das Reich immer mehr auszudehnen. Gut, jetzt kommen wir nach Athen und sehen auch da wieder die Auseinandersetzung des Evangeliums mit dem Heidentum und hier jetzt speziell mit der heidnischen Philosophie und den heidnischen Göttern, Götterverehrung. Ich habe nur zuvor eine Frage. Ja. Was mich gleich ein bisschen juckt, ist dieser Vers 10. Da heißt es, eigentlich Vers 11,
Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf, das ist sehr positiv, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob es sich so verhielte. Ja. Ausgezeichnet. Aber die Thessalonicher stehen ja auch nicht schlecht da. In Thessalonicher 1, Vers 6, da heißt es, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Orte ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Also diese Verkündigung, die ist also ausgezeichnet. Deswegen finde ich das fast als eine Rüge, dass hier so... Ja. Gut, hier geht es eben um die Gesamtheit. In Thessalonich waren es etliche, die das so positiv aufgenommen haben, und dann andere, die eben solche Volksaufstände gemacht haben. Aber in Beröa war das allgemein so, dass all diese Juden in der Synagoge interessiert waren und das untersuchen wollten. Aber nicht alle sind zum Glauben gekommen. Und trotzdem waren sie aber eben in der Hinsicht edel und fähig. Aber das war eben in Thessalonich bei der großen Masse nicht der Fall. Aber redet er nicht da von den einzelnen Gläubigen, sondern einfach von der Masse? Aber eben von den Gläubigen spricht er in Thessalonich. Aber in Beröa ging es um all diese Juden in der Synagoge, dass sie so edel das Wort aufnahmen. Das ist der Gegensatz, nicht? Gut, jetzt Athen. Was tut Paulus als erstes in Athen? Dasselbe, was in Thessalonich. Als erstes? Nun in der Synagoge mit den Juden. Das kommt aber erst an zweiter Stelle. Hat sich die Stadt angeschaut? Stadtrundgang. Stadtrundgang. Evangelisten, die Stadtrundgänge machen, das ist doch berufswidrig, oder? Warum macht Paulus Stadtrundgänge? Er hat damit erfahren, wie die Stadt lebt und was für einen Glauben die Leute darin haben. Also, jawohl, also eine Grundvoraussetzung für jegliche Evangelisationsarbeit: man muss sich interessieren für die Leute. Wer sich nicht interessiert für die Leute, der ist auch nicht in der Lage, ihnen die Botschaft zu bringen. Ganz wichtig. Er schaut sich die Stadt an und dann, Herbert, zweitens. Er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern und auf dem Markt an jedem Tag mit denen. Jetzt bist du aber schon drittens. Zweitens eben in der Synagoge, ja? Mit den Juden und den Anbetern. Die Anbeter sind wieder Heiden, die den wahren Gott kennengelernt haben über das Judentum. Das ist die zweite Sache. Und dann drittens. Und auf dem Markt an jenen Tage mit denen, die gerade herzukommen. Jawohl, also auf dem Forum in Athen, der Marktplatz, dort hat er persönliche Diskussionen angefangen mit den Leuten. Übrigens, zum Ausdruck, er unterredete sich, Vers 17. Was heißt das eigentlich? Was ist das, sich unterreden? Mit denen diskutiert, Dialog gesucht. Ja, ja. Also das ist nicht ein Vortrag, sondern ein Gespräch, Gesprächsführung. Das ist das Wort Dialegomai. Das kennen wir von Dialog. Und übrigens, das Wort kommt öfters vor in der Apostelgeschichte und sogar in der Versammlung kommt das vor. Nur um ein bisschen vorzugreifen, in Kapitel 20, Vers 7, wer liest? Am ersten Tage der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, indem er am folgenden Tage abreisen wollte. Und er verzog das Wort bis Mitternacht. Jawohl, auch da wird das Wort unterreden.
Und zwar in der Versammlung. Was hat er gemacht in der Versammlung? Er hat mit ihnen gesprochen, eben den Dialog gesucht, ja, über das Wort Gottes. Also er hat nicht nur einfach Vortrag gehalten, sondern er hat gesprochen. Das war ja fast wie Bibelklasse, oder? Also, das heißt aber nicht, dass er immer so gesprochen hat in der Versammlung. Aber man sieht, dass er das auch angewandt hat, diese Gesprächsführung. Und das ist natürlich auch eine Form, die sehr belebend wirkt und alle Anwesenden auch zum Mitdenken anregt und ist ein gutes Mittel gegen so passives Konsumieren. Zum Beispiel von Togo weiß ich das, wo ich auch schon war in Versammlungen, da diese Brüder Cockerel dort, die machen das normalerweise, dass sie die Leute in der Versammlung auch ihnen Fragen stellen oder dass sie einen Satz anfangen und ihn nicht fertig machen und dann muss irgendjemand den Satz fertig machen. Also diese Cockerel, das sind einheimische Missionare, also Schwarze. Und so regen die Leute an zum Mitdenken. Und ich habe dann gefragt, ja, und habe dann erfahren, dass die anderen so im Allgemeinen das nicht so machen. Warum machen die das nicht? Ja, weil die französischen Missionare das auch nicht machen. Aber in ihrer Art, von ihrer Kultur her, auch Geschichten erzählen in Afrika, ist es ganz normal, dass man das immer im Dialog macht. Nicht einfach eine Geschichte erzählen und die alle hören zu, sondern immer ein Gespräch. Und die machen das auch so, diese Cockerels. Das sitzt eigentlich in der Kultur. Aber viele haben da eine Abneigung, weil sie denken, die Europäer machen sie auch nicht. Und dann ist es wahrscheinlich nicht ganz richtig. Ist das ein Grund, es eben auch nicht zu machen, weil die Europäer es nicht machen? Ja, das zeigt eben in der dritten Welt, was die Europäer machen, das ist oft der Maßstab. Das mit der Schriftstelle zusammen, lass zwei oder drei reden und die anderen sollen prüfen. Ja. Ist das im Gegensatz zu dieser Schriftstelle? Wie meinst du jetzt im Gegensatz? Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel jemand predigt. Ja. Sondern zwei, drei predigen lassen, die anderen, ja, sollen aber prüfen. Ja. Also kein Dialog führen. Ja, ich habe ja gesagt, dieses Dialog führen bei Paulus, das ist nicht, dass er das immer so gemacht hat. Aber er hat das auch gemacht. Das heißt, unter anderem ist das eben eine Möglichkeit. Und gerade 1. Korinther 14 spricht doch davon, die Frauen sollen schweigen in den Zusammenkünften. Und dann heißt es, wenn sie etwas lernen wollen, sollen sie daheim fragen. Aber das heißt umgekehrt, dass die Männer Fragen stellen sollten. Also und wenn man das aktiver machen würde, das gäbe ihm diese Gesprächsführung. Und das wirkt natürlich unwahrscheinlich belebend. Und das hat also Paulus auch gemacht mit Ungläubigen, eben indem er sich unterredete mit ihnen. Und das zeigt eben, er nimmt ernst, was sie sagen, wie sie denken. Und da kommt auch mehr auch hervor, wo sie stehen, wo ihre Knöpfe sind. Also das ist auch für die evangelistische Arbeit etwas sehr Wichtiges, dass man das Gespräch sucht und eben auch ein guter Zuhörer ist. Das finden wir bei Paulus. Und wenn er sich da auf dem Markt unterredet hat, eben war er auch ein guter Zuhörer, nicht nur ein guter Sprecher. Dann bekommt er Probleme auf dem Markt mit welchen Leuten? Kann ich bitte vorher noch fragen? In Malachi 3, Vers 16 kommt das ja auch, da unterredeten sich miteinander, die den Herrn fürchteten. Ja. Hat das dort im Urtext dieselbe Bedeutung wie dieses Dialog führen, was du gerade eben sagtest? Dialoge mai. Ja, es ist natürlich hebräisch dort, aber das bedeutet schon eben miteinander sprechen. Da geht es aber nicht in Malachi speziell um Synagogenzusammenkünfte, sondern überhaupt, dass man miteinander spricht und miteinander austauscht. Das ist allgemein wichtig. Gedankenaustausch. Das ist etwas ganz Wichtiges. Gut, jetzt hier Vers 18. Wo kommen die Probleme hier auf dem Forum? Wo
von den Philosophen. Und zwar wird präzisiert: Epikureischen und stoischen Philosophen. Jawohl. Was sind das für Leute? Epikureer, was haben die für eine Lehre? Es gibt heute keine Epikureer mehr, aber doch viele, viele Geistesverwandte. Was haben die gelernt? Wie? Die Hedonismus, also ja. Genussvolles Leben ist das Höchste. Oder? Ja, genussvolles Leben. Aber sie waren intelligenter als die Genießer von heute, denn sie haben gesagt, ein Leben ohne mit schrankenlosem Genuss ist gar kein Genuss. Also die haben nicht ein überbordendes Leben gelehrt, sondern die haben gesagt, Genuss mit Verstand und mit in Schranken, erst dann kann man wirklich genießen. Das wissen viele heute nicht mehr. Und bis sie nach Jahren des Genusses dann den Ekel in seiner ganzen Grausigkeit erleben. Aber was sagt Salomo im Prediger in Bezug auf Essen und Trinken? Ja, das ist nicht negativ im positiv, Prediger, ja. Positiv. Ja. Also er zeigt eben, wenn man die Gaben aus Gottes Hand nimmt, mit Dankbarkeit, dann kann man sie erst richtig genießen. Und das ist eine Tatsache, die zeigt, jemand, der wirklich die Dinge des Lebens aus der Hand Gottes nimmt, mit Dankbarkeit, der tut das erstens nicht in einem überbordenden Sinn und zweitens eben mit Ehrfurcht vor Gott, und erst dann kann er es nämlich richtig als ein Geschenk Gottes genießen. Erst dann bekommt es überhaupt den eigentlichen Inhalt. Sonst wird es letztlich auch zur leeren, inhaltslosen Sache. Aber eben die Epikureer völlig auf sich selber ausgerichtet. Und zwar Genuss, so dass man wirklich genießen kann. Also mit Vernunft. Ihre Philosophie beginnt so. Am Anfang fielen die Atome von oben nach unten. Die glaubten also an Atome, an intelligente Leute. Allerdings, es gibt keine Epikureer mehr, sonst würde ich sie gerne fragen, warum die von oben nach unten fielen. Das wird in ihrer Philosophie nicht erklärt. Aber gut. Und dann hätten sich die Atome miteinander verbunden, zufällig. Und so ist dann mit der Zeit die Welt, die Tiere, die Pflanzen und die Menschen entstanden. Alles aus purem Zufall. Also Darwin lässt grüßen. Das ist alles uralte Sache. Das hat gar nicht Darwin erfunden. Die Evolutionslehre, das haben die alten Epikureer schon gelehrt. Sie waren aber nicht Atheisten. Sie glaubten, dass es Götter gibt. Aber das waren glückliche epikureische Götter, die das Leben genossen. Und darum hatten die gar nichts zu tun mit den Menschen. Weil wenn man mit den Menschen zu tun hat, den Menschen, die Probleme haben, dann bekommt man selber ja auch Probleme. Darum haben sie erklärt, dass die Götter haben überhaupt nichts zu tun mit den Menschen, interessieren sich überhaupt nicht für die Menschen, denn sonst bekämen sie Probleme, weil die Menschheit so viele Probleme hat. Darum war auch für sie eine Lehre, man soll sich nicht mit Leuten abgeben, die Probleme haben, sonst kann man das Leben nicht mehr genießen. Das zeigt eben, dass totaler Egoismus. Und sie glaubten zum Beispiel auch, dass die Seele des Menschen, die besteht auch aus Atomen. Wenn der Mensch stirbt, dann fällt alles auseinander und auch die Seele. Und darum gibt es ja gar kein Weiterexistieren nach dem Tod. Also ein Pendant zu den Sadduzäern. Und dann die Stoiker, was haben die gelehrt? Man kennt doch die stoische Miene, was ist das? Gleichmut. Keine Gefühle. Ja, also sie haben sich, wie die Epikureer, auch mit dem Thema Probleme und Leiden beschäftigt. Die Epikureer haben also gesagt, alles, was mit Leiden zu tun hat, fliehen, sonst kann man das Leben nicht genießen. Und die Stoiker haben gesagt,
einfach gefühlslos sein gegenüber dem Leiden. Wie wenn es nicht da ist. Eben mit stoischer Miene, ohne etwas zu verziehen, einfach über dem Leiden stehen. Und beides sind Feinde des Evangeliums. Sie greifen Paulus an. Das Evangelium setzt sich hier auch auseinander mit dem Thema des Leidens. Aber das Evangelium lehrt nicht die Flucht um jeden Preis vor dem Leiden und Flucht vor den Problemen anderer, sondern vielmehr eben anderen auch beistehen in der Not. Weinet mit den Weinenden, freut euch mit den sich Freuenden. Oder? Das ist der große Gegensatz zur epikureischen Philosophie. Aber ich denke gerade, diese Philosophie von diesen epikureischen und stoischen Philosophen, das ist doch eigentlich in unserem Fleisch tatsächlich mit drin. Ja, klar. Sagt, die ganze Philosophie kommt aus dem Fleisch des Menschen. Lass mich in Ruhe oder dass man sich selber mal irgendwo einigelt. Also das habe ich bei mir selber auch schon erlebt. Wenn nur so ganz kurze Zeit, aber irgendwo scheint mir das im Fleisch mit drin zu sein, diese Philosophie. Das ist eine wichtige Erkenntnis, dass Philosophie kommt ja aus dem menschlichen Wesen heraus, aus dem gefallenen menschlichen Wesen. Und genauso wie eine Spinne nicht mehr produzieren kann, als was sie selber ist, so kann der Mensch nicht etwas Höheres herausgeben, als was er selber ist. Also es kommt immer seine gefallene Natur in der Philosophie zum Ausdruck. Und eben die Stoiker sind auch völlig unchristlich in ihrer Haltung gegenüber dem Leiden, denn was sagt er? Wie sollen wir uns dem Leiden gegenüber verhalten? Denen, die Gott lieben sollen, alle Dinge zum Besten dienen. Ja, ist ein Trost, dass das Leiden nicht einfach sinnlos ist. Aber wenn das Leiden auf uns zukommt, sollen wir auch nicht so gefühlsvoll sein. Weinet mit dem Weinenden? Ja. Und Klagelieder 3 sagt sogar, schütte dein Herz aus wie Wasser vor dem Herrn. Eben, das wir ist ja. Wir sind auch berufen zu leiden. Christus hat uns dieses Beispiel hinterlassen. Ja, und das haben wir gesehen bei Paulus, zum Beispiel in Philippi. Wie das Leiden aber Sinn hatte, denn schlussendlich kamen wieder andere zum Glauben durch diese Erfahrungen. Und wie Sie auch gesehen haben, wie hat Paulus im Leiden sich verhalten? Er hat mit Silas sogar noch sich selber Trost zusingen können. Das war eindrücklich, oder? Dass die noch einen Trost hatten in dieser Not und sogar noch sangen. Die Stelle aus Klagelieder möchte ich nur angeben. Klagelieder 3, Vers 19. Mache dich auf, klage in der Nacht beim Beginn der Nachtwachen, damit man genug Zeit hat. Darum schon, beim Beginn der Nachtwachen. Schütte dein Herz aus wie Wasser vor dem Angesicht des Herrn. Hat nichts mit Gleichmut zu tun. Und wir sehen, wie unchristlich es eigentlich ist, wenn man sagt oder denkt, man sagt es nicht so, aber wenn man denkt, irgendwie Christen sollten das Leiden irgendwie besonders tapfer ertragen können. Nein, wir können wirklich unser Herz ausschütten vor dem Herrn und den Schmerz wirklich empfinden. Hat auch noch den Nebeneffekt, dass es auch weniger zu Verkrampfungen kommt innerlich. Wenn man wirklich auch den Schmerz dem Herrn sagen kann. Also nur ein Nebeneffekt, was in der Psychologie zum Haupteffekt gemacht wird, in der weltlichen Psychologie. Eben, man muss die Gefühle herausgeben, aber was sie nicht wissen ist, vor dem Angesicht des Herrn. Das ist ja der Hauptpunkt, dass man Gott wirklich unsere Not ausbreiten kann und Vertrauen hat, dass er hört. Also wir sollten nicht epikureisch und auch nicht stoisch sein. Wie greifen Sie Paulus an? Zwei Angriffe. Und einige sagten, was will wohl dieser Schwätzer sagen? Jawohl, das war der eine Angriff. Und andere sagten,
Er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Ja. Welcher Angriff würdet ihr als schwerwiegend einschätzen? Den zweiten. Ja? Ja. Fremde Götter. Der erste ist doch recht hart, oder? Das Wort im Griechischen wörtlich heißt sogar Saatkrähe. Was will denn diese Saatkrähe? Haben wir übrigens herausgefunden, ist ein typisch athenisches Schimpfwort. Interessant. Weil es gibt ja auch Liberale, die sagen, Lukas hat diese Geschichte da in Athen erfunden, hat nie stattgefunden. Das wird von gewissen liberalen Theologen behauptet. Und schon da ein erstes Körnchen. Lukas beschreibt genau die Situation von Athen, indem er hier sogar ein typisch athenisches Schimpfwort erwähnt. Saatkrähe, das bedeutet, da pickt einer dort ein Körnchen und dort ein Körnchen. Also ein bisschen von überall pickt er etwas zusammen, aber irgendwie von großen Zusammenhängen hat er überhaupt keine Ahnung. Ein Philosoph, eben, der ein systematisches Gedankengebäude hat, er ist stolz darauf, aber dieser Paulus hat überhaupt keine Ahnung. Das ist nur einer, der so ein bisschen herauspickt, dort und dort, aber absolut unkompetent ist. Warum hast du gedacht, dass der zweite Angriff schlimmer ist? Ich bin nämlich gleicher Meinung. Ja, weil es wohl die größte Sünde ist, fremde Götter zu verkünden. Dämonen erst recht, wie es in der Fußnote heißt. Gut, aber Dämonen, das ist nichts Schlechtes in Athen. Also in der Fußnote steht ja bei Götter Dämonen. Aber der griechische Ausdruck in der heidnischen griechischen Welt, Dämon, das ist ein Halbgott. Oder ein göttliches Wesen. Ist nicht die gleiche Bedeutung wie böser Geist. In der Bedeutung böser Geist wird das Wort Dämon gebraucht in den Evangelien. Aber das war unter den Juden so und unter den Christen, dass dieses Wort diesen ganz negativen Klang hat. Aber unter den Heiden hat das einen positiven Klang. Aber eben erscheint irgendwie der fremde Götter oder Halbgötter nach Athen zu bringen. Das stimmte sogar, denn für diese Leute war das ein fremder Gott. Sie hatten ja einen Altar dem unbekannten Gott, also war er ihnen fremd. Das stimmte ein Stück weit sogar. Ja, werden noch sehen, da müssen wir noch genau in die Lupe nehmen. Aber wenn man zurückgeht, 600 vor Christus, da war ein Mann aus Athen vor Gericht gestellt. Vor dem Areopag. Das war das oberste Gericht damals in Athen. Und er wurde angeklagt, er hätte fremde Götter verkündigt hier in Athen und er verführe die Jugend. Und die Richter kamen zur Überzeugung, dass die Anklage richtig ist und richteten diesen Mann hin durch den Giftbecher. Wer war das? Sokrates. Ja. Also von daher gesehen hat dieser Satz, er bringt fremde Götter nach Athen, ein ganz schlechter Klang. Das ist lebensgefährlich, denn das hat diesem großen Philosophen Sokrates das Leben gekostet, diese Anklage. Also dann noch lieber verschrien zu werden als unkompetent, als in Lebensgefahr gebracht zu werden mit der Anklage. Es scheint, die sind ja nicht ganz sicher, aber sie haben den Eindruck, der bringt fremde Götter. Aber mindestens wollten sie ihn noch mal hören in dieser Sache. Also ja. Das Ganze war noch nicht so gefährlich, aber hätte gefährlich werden können. Aber wie soll man das denn verstehen, wenn sie gleichzeitig in der Stadt, um auf Nummer sicher zu gehen, einen unbekannten Gott verehren, damit sie auch ja keinen vergessen haben? Ja, wir kommen noch darauf, wie diese Geschichte entstanden ist. Wir kommen noch darauf, wie das entstanden ist. Man kann doch das Aktgericht nicht nur positiv gemeint haben, also aus der Sicht der Griechen damals. Also, wir haben
Also wir kommen darauf, warum das denn nämlich genau ein Schuss ins Schwarze war, als Paulus dann mit dem Argument vor den Areopag trat. Aber das können wir mal einfach zur Kenntnis nehmen. Im Prinzip klang das gefährlich. Aber wir fragen uns zunächst noch, warum kamen die auf die verrückte Idee, dass er fremde Götter verkündigt? Da kommt einer und spricht über den allein wahren Gott und wird angeklagt, er bringt da fremde Götter in der Mehrzahl. Warum? Lukas erklärt es. Nämlich, Vers 18, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Also, was waren diese Götter nach ihrer Ansicht? Nein, also jetzt, hier steht nicht von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nur von hierher gesehen. Ein Gestorbener und ein Auferstandener. Das wäre immer noch der gleiche. Naja, eben. Die Auferstehung war ein Gott. Eine Göttin. Eine Göttin. Anastasia, die Auferstehung, ja. Jesus und die Anastasia. Die Griechen kennen ja nicht die Auferstehung. In ihrer Religion. In dem Sinn. Und sie glaubten zwar im Allgemeinen an ein Weiterleben nach dem Tod, Epokräer nicht, aber im Allgemeinen glaubte man das, aber man glaubte nicht an eine Auferstehung aus den Toten. Und darum war natürlich das Anastasia für sie sehr fremd, aber so ein abstrakter Begriff konnte sehr gut als Göttin verstanden werden. Es gab ja auch die Göttin des Sieges. Auch dann bei den Römern, Victoria, ist auch ein abstrakter Begriff, der als Göttin verehrt wurde. Also Jesus und die Anastasia. Am Dauern in den Diskussionen hat er gesprochen von Jesus und der Auferstehung und sie dachten, das sind wahrscheinlich zwei Götter, die uns fremd sind. Ein Gott und eine Göttin. Und dann, was machen sie? Sie wollten es wissen und sie ergriffen ihn, führten ihn zum Areopag und sagten... Jawohl, also, er kommt vor den Areopag, genau wie Sokrates damals. Also die Parallele ist wirklich frappant. Ja, aber das Areopag war doch früher mit Sokrates mehr ein weltliches Gericht. Und jetzt unter den Römern war es ja nur noch für religiöse Sachen zuständig. Es war ursprünglich sehr umfassend, die hatten eine unwahrscheinliche Macht. Und effektiv in der Zeit... war es dann eingeschränkt, diese Juristengesellschaft, auf Religion. Wir könnten sagen, also gewissermaßen das Religionsministerium von Athen. Und die mussten also zusehen, dass es auf religiösem Gebiet mit rechten Dingen zu und her geht in Athen. Aber doch die Parallele bleibt, auch Sokrates war vor dem Areopag und es ging um etwas Religiöses bei der Anklage und jetzt die gleiche Anklage bei Paulus, er ist auch vor dem Areopag. Und zwar, was noch positiv ist für Paulus, es ist zunächst einfach nur ein Konsultativverfahren. Sie wollen überhaupt mal zuerst wissen, er wird gar noch nicht angeklagt, aber sie wollen mal zuerst wissen, was das genau ist. Aber Lukas erklärt uns, dass es eigentlich nicht so sehr war aus Sorge um Reinheit der Religion in Athen, als vielmehr aus Neugierde. Also in Athen war man im Allgemeinen sehr darauf aus, irgendetwas Neues sagen zu können. Also man war sehr, sehr neugierig. Und wenn man nichts Neues zu sagen hatte, dann wenigstens etwas Neues hören. Ja, das ist schon zweite Klasse. Und was wir hier sehen, Paulus kann was ausnützen für die Evangelisation? Die Neugierde der Menschen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt für uns, dass wir die Leute an der Neugierde abholen müssen. Ich habe diese Geschichte auch schon irgendwo erzählt. Hat einer mit einem Arbeitskollegen gesprochen über Erziehung und ein Gläubiger mit seinem Kollegen. Der Kollege sagt, wie erzieht ihr eigentlich eure Kinder? Und er wusste genau,
sein Kollege hat Probleme mit seinen Kindern. Und dann sagt er, wir ziehen sie nach einem Buch. Also in Österreich geschehen. Und dann sagt der Kollege, ja, was ist das für ein Buch? Und er sagte, das sage ich dir nicht, denn sonst würdest du mich sowieso auslachen. Aber er kommt effektiv am Nachmittag wieder und sagt, was ist das für ein Buch? Ja, also war neugierig. Und er sagt, ich habe dir ja gesagt, ich sag's dir nicht. Und er kommt wieder. Ja, könntest du mir nicht sagen, was das für ein Buch ist? Du wirst mich ja sowieso auslachen. Und da, was sagt er? Nein, ich verspreche dir, ich werde dich auf keinen Fall auslachen. Schlussendlich sagt er, also gut, kommst du mit deiner Frau zu uns zum Nachtessen. Das ist Freundschaftsorganisation, nicht? Zum Nachtessen. Und dann, wenn unsere Frauen dann miteinander abwaschen, dann zeige ich dir das Buch. Und so gemacht, haben gegessen, Frauen haben begonnen abzuwaschen, dann sagt er, zeigst du mir das Buch? Und dann holt er es und seine Reaktion, ach so, die Bibel. Ich habe dir ja gesagt, du wirst mich auslachen. Nein. Und dann hatten sie ein gutes Gespräch gehabt. Also die Neugierde, etwas sehr Wichtiges, dass wir das ausnützen für Evangelisationsarbeit. Und Paulus beginnt seine Rede vor dem Areopag mit was? Mit dem, was er gesehen hat in ihrer Stadt. Jawohl, und zwar, was sagt er? Mit dem der Opferstelle. Nein, noch vorher. Mit der Beziehung mit Göttern ergeben. Jawohl. Ist das ein Lob? Ein Kompliment, ja. Ja. Das Wort, wie? Konsequenz. Es ist so, das Wort Götterverehrung hier im Griechischen ist ein Gummibegriff. Es kann bedeuten, ihr seid abergläubisch. Und kann bedeuten, im positiven Sinn, ihr seid eben gute Pfleger der Götter. Aber das Wort ist absolut uneindeutig. Weder ein Lob noch ein Tadel. Also man kann es so oder so auslegen. Es gab ein Gesetz, Athen, dass man den Areopag nicht loben darf. Das war verboten. Und mit gutem Grund, damit die Richter nicht bestochen werden durch Lob. Also Paulus hat sich daran gehalten. Er sagt etwas, das kann man, wenn man will, als Lob auffassen, wenn man will, kann man es als Tadel auffassen. Aber es ist absolut unklar. Aber was er auch nicht tut, ist, er hätte ja beginnen können wie im Römerbrief. Es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen und das, indem sie die Herrlichkeit des Schöpfers verwandelt haben und so weiter. Und dem Geschöpf mehr Verehrung dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen sei in Ewigkeit. Amen. So hätte er sprechen können. Das hat er nicht gemacht. So hat er gegenüber den gläubigen Römern, hat er so über das Heidentum massiv gesprochen. Aber hier, ihr seid den Göttern sehr ergeben. Das habe ich gemerkt bei meinem Stadtrundgang. Also hat er schon mal dort wieder anknüpfen können bei seiner Kenntnis aus seinem Spaziergang. Und er geht also nicht mit der Tür ins Haus. Auch wieder eine Lektion, wie sollen wir evangelisieren? Nicht einfach die Leute herabschlagen, sondern eben sie dort abholen, wo sie stehen. Ja, jetzt sind wir eigentlich am Ende, aber vielleicht noch, dass wir den Kreis schließen können. Er kommt ja auf diesen Altar mit dem unbekannten Gott zu sprechen. Und das war wirklich ein Schuss ins Schwarze. Die Geschichte war so. Um 600 vor Christus, übrigens Sokrates war nicht um 600, um 400 vor Christus. Aber jetzt gehen wir noch weiter zurück. Um 600 vor Christus, da war Pest in Athen. Die Menschen starben dahin wie die Fliegen. Man opferte allen Göttern in Athen, und das war wirklich eine große Arbeit, denn es wird uns überliefert, dass es in Athen einfacher war, einem Gott zu begegnen als einem Menschen. Also, wie was heißen?
das alles hat nichts genutzt. Und dann hat der Areopag, sage und schreibe wieder der Areopag, beschlossen, eine Delegation nach Kreta zu schicken, zu Epimenides. Das ist der Mann, der im Titusbrief erwähnt wird, als ihr eigener Prophet, der gesagt hat, Kreta sind immer Lügner, wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr, sagt dann Paulus. Also ein Kreta hat das gesagt, dass Kreter immer Lügner sind. Das war eben dieser Prophet Epimenides. Und da hat übrigens ein Kreter ausnahmsweise die Wahrheit gesagt. Oder Kreter sind immer Lügner. Aber ein Kreter hat das gesagt. Wie kann das die Wahrheit sein? Eben, weil ein Kreter ausnahmsweise die Wahrheit gesagt hat. Darum, Paulus sagt, dieses Zeugnis ist wahr. Also, diesen Mann holte man nach Athen und der machte dem Areopag den Vorschlag, sie sollen Altäre errichten für einen unbekannten Gott. Und das haben sie getan und in der Folge ist die Pest gewichen. Und so gab es also solche Altäre an verschiedenen Orten in Athen und mindestens einer war noch zur Zeit von Paulus, nach Jahrhunderten, noch da. Vielleicht ganz verwachsen und verwittert, aber auf seinem Stadtrundgang hat er den gefunden. Toll. Und jetzt sagt er, Vers 23 am Schluss, von diesem unbekannten Gott, den ihr nun ohne ihn zu kennen, das war kein Tadel, denn das haben sie ja selber hingeschrieben, dem unbekannten Gott, den ihr nun ohne zu kennen verehret, diesen verkündige ich euch, der Gott, der die Welt gemacht hat. Also, warum ist er fein raus jetzt? Er sagt, ich bringe euch nicht einen fremden Gott nach Athen, ich verkündige euch diesen Gott, den ihr nicht kennt. Ja, aber der in Athen verehrt worden ist. Also kann er nicht durch den Giftbecher hingerichtet werden, denn er hat nicht einen fremden Gott gebracht, sondern einen Gott, der in Athen verehrt worden ist. Doch toll, dieser Schuss. Wirklich absolut ins Schwarze. Und nächstes Mal gehen wir dann noch ein bisschen weiter auf. Das Ganze ist voller Anspielungen auf epikureische Philosophie, stoische Philosophie und so weiter. Also ein Kunstwerk von, ein Paradebeispiel von Evangelisation unter Menschen, die Gott nicht kennen. Ja, wir wollen noch beten zusammen.